Glückwunsch zum Abschluss der Standard-Team-Teststrecken von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine Sonderbonusstrecke, an deren Ende wir Menschen finden und befreien. Genügt doch. Menschen! Wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den, Notausgang aktiviert. Alles, was ihr zu tun habt, ist, die Menschen zu befreien. Sie halten euch sicher mit einer Party. Ja, bestimmt bin ich auch voll dafür. Jetzt mache ich mal die Ansage. Ja, dann machen wir. Herzlich willkommen bei Portal 2 Co-op. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und fangen auch jetzt gleich direkt mit der Sonderteststrecke, die Glenn das gerade beschrieben hat, auch gleich mal direkt an. Ich bin mir sicher, da müssen wir. Nein, ich bin nur froh, dich wiederzusehen und jetzt nicht mehr, weil ich bin gerade durchs Portal gefallen. Ich auch. Hallo, da ist Dingo. Hallo, Chef. Wie geht es dir heute? Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Oh ja. Ist schon wieder eine lange Zeit her, dass wir jetzt wieder gespielt haben. Naja, so schön ist das auch nicht. Wow. Wo ist der Boden hin? Hilfe! Ah! Wir fallen tief. Und jetzt ist der Ladebein. Jetzt laufen wir. Auch nicht schlecht. Ja. Es muss, wie es muss. Ne? Ich freue mich einfach wieder, Portal 2 mit dir zocken zu können. Ja, und ich freue mich ebenso. Ja. Alles prima. Mal gucken, wie wir da durchgehen. Durchkriechen wahrscheinlich. Weil auch wenn dieses Mal ohne Sterben. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Naja, aber ohne zu sterben wäre doch langweilig, ne? Ah. So ganz einfach darauf spinnen können. Hui! Oh, die Strecke mag ich. Mit den ganzen Schleimen und so, ne? Haha. Hast du da oben den Dingern eigentlich ausgelöst? Nee, ne? Doch, hab ich. Ansonsten wäre da das Ding nicht runterkommen. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Natürlich. Aber sicher. Wir sind ja auch Shenlong und das Dingo, ne? Wir fallen schon wieder. Herzlichen Glückwunsch. Die mag uns nicht, die Glenn. Ich bin immer noch dafür, wir zerstören es am Ende. Ach komm. Nee, die kriegt mir auf den Sack. Ja, wer auch dafür ist, dass wir, also vor allem das Dingo nachher, die Gladders zerstört, der schreibt es in die Kommentare. Aus, als hätten die letzten Nicht-Subjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen. Weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Ja, warte mal, müssen wir irgendwie reinkommen. Ah. Absolut keinen Plan, was ich hier tue. Ektatron. Was ist das überhaupt? Ja. Ach, da oben. Hast du mal einen Überblick bekommen? Hast du einen Plan? Ah, okay.
Ja, dann bleib du hier oben und ich geh runter. Auch gut. Ah, warte. Das war... Genau, du musst da nämlich jetzt die Dinge wieder aktivieren, damit die Sülze da rauskommt. Du musst sie wohl auffangen. Ansonsten fliegt sie irgendwo hin. Ja, warte, genau da. So, jetzt. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt das Ganze nochmal für die andere Plattform oder so. Genau so, nochmal. Ja. Wir müssen noch die erste Plattform, ansonsten würden wir nie rüberkommen, oder? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, die erste Plattform auch, nur wie war das nochmal? Die müssen wir dann nochmal machen. Probier's nochmal genauso. Ich glaube da oben irgendwie, ne? Hm? Ja, oben. Aber... das Portal dahin setzen. Kommt die Sache dahin. Ja, und dann das andersfarbige Portal dahin. Wo du gerade hinschaust. Das war ein bisschen zu spät, aber es klebt jetzt alles oben drin. Okay, dann. Meine ich. Dann? Ja, und jetzt runter. Ach, genau. So war das. Ja, komm. Ja, und da muss jetzt einer da draufstehen und. Probieren. Maus. Ja, ich habe mir noch keine neue Maus geholt. Ich habe einfach nicht das Geld dazu. So. Ich muss mir dringend eine neue Maus besorgen. Oh, ich bin der Hüpf-Weltmeister. Hey, Glückwunsch. Und wie komme ich dahin? Also ich habe ja schon einen Plan. Irgendwie. Kommst du da dran? Nochmal? Also ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, ob da drüben eine ist. Was entsprechend das? Yay, getroffen. Schau mal weiter rechts. Schau mal weiter rechts. Von dir aus. Anders rechts. Versuch mal da den Strahl hinzusetzen. Ja, genau. Jawohl. Hey, Geronimo! Oh, yes? Jetzt sag ich mal Tschüss, ne? Ach nee, genau, da. Ah, okay. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Ja, wie nur, ne? Das ist unbeschreiblich. Hey. Das gehört nicht zum Test. Doch, haben wir gerade beschlossen. So, ich will nochmal mit dir Schnickschnackschnuck machen. Mach gut weg. Ja, dann mach mal. Ja, genau. Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Papier schlägt Stein. Ja. War dann nochmal Papier, Schere, Stein, Access Bock. Ah ja, genau, Access Bock. Papier schlägt Stein. Stein zerschlägt Schere. Echse vergiftet Spock. Spock zertrümmert Stein. Schere schneidet Papier. Schere zerschneidet Echse. Stein zertrümmert Echse. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Oder extrem tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Wie soll das funktionieren?
Da müssen wir gleich auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann? Bisschen weiter nach rechts. Dann. Ja, ja. Auch noch Ansprüche stellen hier. Ich bin nicht bei der Brain. Das war ja echt einfach. Komm schon, denk dran, ohne zu sterben heute mal. Ja, ohne zu sterben. Deswegen schieße ich auch nur das Portal dahin und lasse die irgendeinen Vortritt. Ich glaube nämlich, wenn ich da durchlaufe und wir stehen beide auf diesem Ding, kommt uns das nicht gesund. Aber du kannst noch durchlaufen. Guck mal, da hinten läuft es. Läuft die Soße. Ja, du hast so die Portale stehen. Ja. Genau. Und dann da und da. Warte. Genau. So, springe. Und jetzt kann ich nämlich genau umgekehrt machen. Geh mal dahin. Warum? Du hast da. Kannst du das nicht da oben dran pappen, dein anderes Portal? Ach nee, okay, vergiss es. Also der Sinn war jetzt irgendwie sinnfrei. Ja, ich glaube, ich hab. Ich dachte, du setzt das andere Portal noch dahin. Und egal, nee. Warte mal. Welches war das Ursprungsportal? Das da? Ja, ne? Ja. Das da war das Ursprungsportal, ne? Dann ja. Bleibt man da drauf stehen, warte. Geh mal durch. Ja, ich gehe. Jetzt musst du da irgendwie dein Portal hinmachen. Meinst du so? Genau. Dann kann ich ja jetzt so machen. Richtig, und dadurch dann da ums Eck und springen. Da drauf springen. Dann bist du bei mir. Ups. Ey, denk dran, heute wollen wir mal nicht sterben. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann auch dort helfen. Falls erforderlich, wird sie für euch da sein. Yippie! Vielleicht gibt es keinen Erfolg, wenn wir nicht sterben. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt es einen Erfolg, wenn wir ein ganzes Kapitel lang nicht sterben. Als ob. Ja. Wahrscheinlich wird der Erfolg von der Remontageeinheit vergeben. Einmal umsonst sterben. Ja, nicht einmal umsonst sterben, aber die ist froh, wenn sie mal nichts zu tun hat. Ja, vielleicht. Ja, stimmt. Kann sie mal ein bisschen. Pause machen. Ihr Partner hat die Verbindung unterbrochen. Was ist da los? Bei mir steht Verbindung unterbrochen. Der Spielserver wurde heruntergefahren. Was? Jetzt um die Zeit? Es ist doch noch Vormittag. Ei, das ist doch... Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist böse. Wir wollten eigentlich spielen. Na gut, was soll man machen? Wenn das Server... Bei mir stand echt nur, dass die Verbindung wurde unterbrochen. Jetzt Sitzung konnte nicht erstellt werden. Ja, dann ist wirklich der Spieleserver. Okay, dann würden wir sagen, das war's für diese Folge. Die ging jetzt ja gar nicht so lang, nur 15 Minuten oder so ähnlich. Und wir sehen uns dann... gleich wieder. Bei der Fortsetzung. Bei der Fortsetzung. Genau, wir wissen ja, wo wir angehalten haben, deswegen wird das jetzt aufgesplittet in zwei Teilen und beim zweiten Teil machen wir dann halt da weiter, wo wir aufgehört haben. Jawohl, so tun wir das. Dann können wir jetzt auch nichts dafür, dass diese dämlichen Spiele-Server runtergefahren wurden. Ja, bestimmt gibt es wieder irgendein Update und kann GLaDOS plötzlich Nase popeln oder so, was weiß ich. Ja, gut, das,
Da stellt sich der Dingo jetzt vor, ne? Das ist ja das. Ja, kommt wieder. Diese Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf raus. Denk über deine Freundin nach, dann vergeht dir das Kopfkino über Gladys. Okay, alles klar, okay. Bis später. Ich wünsche euch was, ne? Tschüss.